Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gern dein Abo da, dein Like und deinen Kommentar. Aber wir reden nicht groß, sondern ich lege jetzt gleich los. So, liebe Seele, dann wollen wir doch gerne mal reinschauen, wie es heute beginnt. Und hier haben wir die Entwicklung mit der Heuschrecke. Sehr schön. Ja, du kannst jetzt große Sprünge machen und Fortschritte auf deinem Weg erzielen. Neue ungeahnte Räume öffnen sich dir. Und diese Räume öffnen sich dir in vielerlei Hinsicht natürlich heute. Und du wirst auch spüren und erkennen können, dass das Wichtigste daran auch ist, bei dir selbst anzukommen. Bei dir selbst ankommen, im Bereich des Glückes, im Bereich deiner Spiritualität auch. Jetzt habe ich auch endlich meinen Stift. Und auch im Bereich deines inneren Kindes. Wichtig ist nämlich hier, Geben und Nehmen in den Einklang zu bringen. Und wie kann der Fortschritt und die Entwicklung kommen, indem du dich richtig kennenlernst, indem du aber auch für dich erkennen wirst, was ja, dir auf Dauer wichtig ist. Wir sehen hier, dass du dich ein bisschen vom Außen abgrenzen wirst, um deine Stärken somit zu erkennen, aber eben auch, weil du dann einen viel besseren Blickwinkel bekommst darauf, so wo fehlt dir Zwischenmenschlichkeit, wo fehlt dir derzeit die Stärke, wo fehlt dir die Leichtigkeit und vor allem, wie kommst du zu deinem spirituellen Glück für dich? Und das ist heute ein enorm großer Schritt. Du hast es gefunden, heißt es hier mit dem heiligen Antonius. Du hast es gefunden. Was hast du denn gefunden? Na dich, dein Glück, dein spirituelles Wesen, deinen Zyklus für dich im Wesen und auch dein Ziel. Also ist es tatsächlich so, dass du gar nicht mehr lange suchen musst, sondern die Veränderung des Blickwinkels auf dein Leben, die gibt dir die Positivität zurück und zeigt dir auf, jetzt Glück voraus. Und hier haben wir den Pinguin mit der Kollegialität und der Treue drin liegen. Ein gutes Team und angemessenes Verhalten sind das Geheimnis des Erfolgs. Wertschätze all die, die mit dir am gleichen Plan wirken. Und da wirst du auch erkennen, du hast es gefunden. Du hast die Menschen gefunden, die mit dir am gleichen Plan wirken. Das siehst du auch hier in der Thematik, dass man gemeinsam locker einen Weg bestreitet, der nicht mit Grenzen übersät ist, sondern der Glück in dein Leben führt. Also auch ein schöner Tag, um Projekte zu starten, vielleicht aber auch für dich selbst eine Fortbildung, Weiterbildung zu machen, vielleicht auch ein Coaching oder eine Kartenlegung, je nachdem, was dir beliebt. Schau gerne auch mal auf meiner Webseite vorbei. Aber vor allem auch, um deine Stärken jetzt prägnant mehr zu fördern. Denn du hast dich in letzter Zeit nicht mehr so viel gefördert, wirst jetzt aber erkennen können, dass die Entwicklung da liegt und die Treue in deiner Kollegialität, aber auch zu dir selbst, entfachen wird. Wundervoll. Blicke tiefer, heißt es hier. Das ist schon mal ein schöner Ansatz von deinem Schutzengel, der dir aufzeigt, schau mal, du hast noch hier die ein oder andere Wunde im inneren Kind, hatten wir ja hier in der Entwicklung schon gesagt. Jetzt sollst du da mal tiefer blicken. Das bedeutet, geh mal in die Fragestellung, warum. Geh mal in die Fragestellung, weshalb habe ich so lange gewartet. Und vor allem geh auch mal in die Fragestellung, was das Ganze mit dir macht. Diese Thematik, die sich immer wieder wiederholt in deinem Leben. Ist diese Wiederholung für dich was Schlimmes? Willst du sie weiterhin in deinem Leben behalten oder willst du es endlich lösen? Das ist ja die Frage. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache. Dadurch, dass du deine Stärke wiederfindest, dadurch, dass du weißt, mit wem du wirken kannst im Leben und auch dir selbst treu wirst, wirst du erkennen, die Leichtigkeit kommt zurück. Dieser Blick in deine Seele hinein, in dein Sein hinein, in deine Wünsche und vor allem auch in deine Emotionen gibt dir heute so viel zurück, dass die Entwicklung von ganz alleine kommt. Natürlich erstmal nur oberflächlich, denn man kennt es immer dann, wenn es wehtut, schaut man gerne doch weg. Und dafür sind eben Menschen wie ich da, die dann Coachings anbieten. So, Schicksalswende mit der Biene. Jetzt wird es aber interessant. Erinnere dich an den goldenen, süßen Nektar des Lebens. Das Leben hält Glück und Segen für dich bereit. Wann warst du das letzte Mal wirklich glücklich? Wann hast du das letzte Mal wirklich darüber nachgedacht, diese tiefe Empfindung für dich selbst auch so auszuleben? Und wann warst du bereit, den Segen im Leben anzunehmen?
Die Biene zeigt dir heute mit ihrer Form der Kräfte, der universellen Frequenzen, dass für dich heute ein wirklich großer Schritt im Leben sein kann. Ein Schritt in dein dauerhaftes Glück. Jetzt hadere ich gerade mit mir ein bisschen selbst und ich werde es zwar bereuen, aber für jeden, der sich heute meldet, der bekommt von mir 25 Rabatt auf jedes Coaching. Schaut euch gerne auf der Webseite um, zählt aber nur heute. Mit dieser Karte kann heute sehr vieles sich zum Guten wenden. Wow, Maria Magdalena mit Vergebung noch. Die Vergebung liegt ja nicht nur im emotionalen Stärkebereich, sondern hier auch in deinen Inkarnationen, im Ahnenbaum, vor allem aber auch im inneren Kind. Und das ist wahrscheinlich dein Tag der Heilung. Und das ist wahrscheinlich auch, ich bin jetzt gerade emotional sehr, sehr mitgenommen innerlich. Ich finde es schön, weil solche Tage sollte man eigentlich zelebrieren, wenn nicht immer nur der Mangeldenken des Geldes da wäre. Die Vergebung liegt aber da. Und die Vergebung bedeutet für dich Heilung. Und diese Heilung soll heute für dich geschehen. Und ja, um dir vielleicht ein Bild zu machen, abonniere gerne auch meinen Zweitkanal. Dort siehst du mich in meiner Coaching-Arbeit. Spiritual Code Timo Posewert. Hier wird es dir auch kurz eingeblendet. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall, auch wenn du dich nicht meldest für ein Coaching, den schönsten Tag deiner Heilung und bleib wie du bist.